Jans, viel Bäume. Bist du groß genug? Egal, weg mit dir. Sechsmal draufgehauen. Und gab nur ein Bäumchen ohne einen Samen. Samen des Lebens. Gibt's nicht. Na gut, wenn du nicht willst, dass ich den krieg, dann hole ich ihn mir woanders. Nächster Baum oder nächster Stein. Ebenfalls gut. Hatte ich jetzt eigentlich... Nein, Eisen hatte ich nicht mitgenommen. Die hatte ich drin gelassen. Dann hole ich mir jetzt die ganzen Bäume. Ich müsste eigentlich das Eisen hier, die ganzen Steinchen müsste ich auch mal langsam abbauen. Weil je mehr Eisen ich habe, umso besser wird das danach für mich. Wenn ich mit der Axt hier drauf haue, das ist immer so doof. Ja. Huch. Ich höre was. Richtung bestimmen? Da hinten. Okay, weiter mit Holzen. Klatsch. Jetzt habe ich aber... Da, Maple Seeds. Einen pflanze ich nämlich genau an der Stelle jetzt wieder nach, wo ich ihn abgeholt habe, abgeholzt habe. Hier, da kann man noch ein paar Eier und ein paar Federn mitnehmen. Wir rüsten auf. Das hätten wir eigentlich vom ersten Tag an machen müssen, sofort auf diesen Baumodus gehen. Sammeln, bauen und ja, nicht ja, langsamer werden dabei. Wir hätten auf den ersten 7er Tag hinarbeiten müssen. Ja, da hinten, da sind so, so ein Fettsack ist so einer. Wiegt mindestens 500 Gramm mehr als ich. Mindestens. So, gibt's jetzt nochmal was hier? Dankeschön, nochmal zwei, ja. Dann kann ich einen wieder setzen, und zwar hierhin. Steine, immer wieder schöne Steine. Und vor allen Dingen gleich den Clay. Zehnmal muss ich jetzt draufhauen, habe ich da richtig gezählt? Wahnsinn, das muss ja ein Riesenbaum sein. Mini-Baum. Aber wirklich 32 davon. Na komm, ist mir jetzt egal. Weg damit. Ja, das passte. Sechsmal draufgehauen. So, gib mir Samen. Yes. Ach komm, hier tue ich den Samen jetzt nicht hin. Ich will die Bäumchen irgendwo anders hinsetzen. Diese Richtung soll zu fallen. Sehr schön. Nochmal einen dicken, fetten Samen geholt. Ich glaube, hier die geben nicht so richtig Samen, die Birken. Ich glaube nicht. Ist überhaupt gar nicht so wichtig. Ich habe immer noch Kaffee. Hör auf zu schlagen, Junge. Ganz locker bleiben. Zack, da haben wir wieder was. So, und du, Dicker, musst auch noch dran glauben. Es wird. I love it, baby, I love it. Zack. So, und jetzt mache ich schon mal aus diesen 58, mache ich volle 928 Holz. Kann ja nicht schaden. Und natürlich sammle ich auch die Steine mit auf. Der Klopper kommt weg, die kleine Steinaxt kommt weg, weil... Ja, ihr seht richtig. Die Dinger werde ich brauchen. Plus die Steine. Ich muss nämlich jetzt zusehen. Hab übrigens lauter gestellt den In-Game-Sound. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich muss zusehen, dass ich jetzt tatsächlich für Tag 14 mich gesichert bekomme. So. Eieieiei. So viel Zeug. Wie
Wie viel habe ich denn jetzt? 187. Schon mal nicht schlecht. Das ist echt viel. Hebt mal den Stein auf, bitte. Hier sind sie trocken, die Gräser. Aufheben. Aufheben. So, und zwischendurch sollte man auch wirklich mal hochschauen und gucken, ob hier einer inzwischen in der Nähe ist, der einem so richtig eine auswischen kann. Wir haben jede Menge Holz. Ja, das sieht schon ganz nett aus. Steine. Ich brauche immer noch jede Menge Steine. Ganz, ganz viele Steine. Ich habe da nämlich was Spezielles vor. So. Holz und Steine. Ganz wichtig. Wie war das nochmal mit der Axt? Konnte die nicht auch... Oh, die geht aber sehr schnell kaputt dabei. Aber es funktioniert. Mehr schlecht als recht. Dafür gibt es aber ordentlich Steine drauf, wenn ich die jetzt erkloppe. Und natürlich das bisschen Eisen dabei. So, mal gucken. Ja, 75 Steinchen haben wir. 8 Iron Fragments. So. Und natürlich möchte ich auch die Chrysanthemum nutzen. Steine, 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 Steine. So, und jetzt mache ich aus 250 davon, mache ich 1000 davon. Geil, oder? Passt das? Ja, mach mal. Warum ich das mache, werdet ihr gleich sehen. Oh, das wird super. Das wird echt toll. So. Ich hätte gar nicht erst mit dem Holz hier anfangen sollen. Ich dödel. Aber gut, ich werde das jetzt einfach mal so weitermachen. Müssen. Oh, hier. Leider kann ich dich jetzt hier nicht abknallen. Wir haben 11 Uhr. 11 Uhr ist noch relativ früh. Ich muss ja dann hier hinziehen. Und da möchte ich gerne auch hier so ein Lager aufbauen. Was Vernünftiges. Das soll auch was halten. Ja, vielleicht wird das dann einfach nur eine große Hütte. Und ich umrande das dann nochmal mit was ganz anderem. So, wir haben es gleich geschafft. Guckt euch das. Wow. Eine Menge Sticks hier. Overhead Sticks. Ich muss gerade mal rechnen. 202. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. 1000 brauche ich tatsächlich. Ungefähr 1000, um das hier wegzukriegen. Lass mal den mal ein bisschen machen. Während ich mir hier die Bäumchen nehme und hier an den Rand setze. Und zwar da, 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 da und hier vorne auch noch einen. So, wunderbar. Und jetzt können wir nämlich wieder zurück. So, mal gucken, der ist schon fast fertig. Wir haben 300, ja, komm, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen. Du schaffst es, Junge. Da kann ich jetzt zugucken und dann direkt abbrechen, wenn die 500 erreicht sind, obwohl ich bräuchte noch ein paar Sticks extra. Ja, ein paar Sticks extra geht. So, und jetzt ist extra 1, 2, 3, komm, lass mal die zu Ende machen. Denn was jetzt kommt ist, muss ich mal gerade hier hingehen, Cobblestone Frame, 198 Stück bitte. So, das Ganze dauert jetzt 8 Minuten und ein paar zerquetschte. Damit werde ich nämlich ordentlich was reißen können. In der Zwischenzeit hole ich mir nochmal diese dämliche Schaufel hier an Land. So, mal jetzt Karte gucken. Oh mein Gott. Yeah! Ihr wisst, wo ich jetzt hinlaufen muss. Mit fast vollen Händen. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich muss das haben. Lauf, mein Junge, lauf. Genau anvisieren. So, da und los geht's. Diese Kiste muss ich tatsächlich haben. Ich möchte meine Sniper Rifle. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass da auch eine dann drin steckt. Oh, die landet ganz oben auf dem Berg. Holla, die Waldfeder. Jetzt geht's aber ab. Da muss ich jetzt hoch. Jetzt bloß nicht drehen und wenden. Immer schön so bleiben.
Oi. Oh, da geht's aber ganz, ganz hoch. Vielleicht gehe ich vorher schon mal hoch. So, und jetzt.